Mindset sind, um ihren Tech durchzuführen. Und jetzt geht's los. Es gibt auch immer so ein Schere, Stein, Papier Ritual davor, wo dann ausgewählt wird, welche Stage, wer darf welche Stage bannen und so weiter. Aber es gibt irgendwie 7 Stages, die insgesamt gespielt werden. 5? 6. Mindestens 6. Und ich weiß nicht, es gibt eine Reihe und die werden dann nacheinander so weggestrikt und jetzt geht's auf Battlefield los. Marius in Weiß und Maxi in Blau. Schöne Bagger, zack. Und eine Sache, die ihr sehen werdet, Foxitos sind einfach brutal schnell. Es geht wirklich überhaupt nicht klar. Manchmal weiß man überhaupt nicht, was abgeht. Im Prinzip versuchen beide, sich so ein bisschen Prozente zu geben, damit sie den anderen in die Luft kriegen und dann einfach so lange in der Luft halten können, bis sie dem anderen irgendwo in den Arsch treten können, so hart es geht. Schöner Grab. Gut abgewartet. Oh. Aber da sieht man auch schon wieder, ja, ja, das ist die gleiche Situation wie der Stock davor. Oh, nehmen wir mal. Marius überlebt. Der Feuerfuchs hat getroffen. Boah, der Grab. Richtig mies. Oh, da klanken die Upsmashs. Aber Lil Fruzy out on top. Marius, oh, knapp. Ah, okay. Glück gehabt. Glück gehabt, dass er da mit sich selber beschäftigt war. Und es hätte ganz schnell 4 Stock zu 1 Stock aussehen können. Schöner Upsmash. Schöner Backdash Upsmash. Hat er direkt wieder versucht. Hat nicht geklappt. Oh, Marius mit dem Shield Pressure. Einfach, oh. Einfach draufgehalten. Schön. Let's go. Und Jojo, komm mal, Marius. Jojo, wieso? Wieso? Gute Frage. Jojo, wir sind viral. Erst 2 Stacks hinterher und hat Bock gehabt. Oh, Marius, let's go on the board. Jetzt das Comeback. Das Coole ist, auch wenn man zwischendrin vorne liegt, gerade in Foxitos, liegt man eigentlich nicht vorne. Nee. Man stirbt einfach dann, wenn der andere was will. Oder wenn man selber nicht zurück auf die Stage kommt. Man ist mit 0% im Death. Ja, man ist mit 0 im Death Percent. Das ist die Wahrheit. In Foxitos, yes. Oh, schöner Schein. Schade. Der Regrab hätte es direkt sein können. Aber Marius Last Stock powert auch ab. Sieht man jetzt wieder. Schöner Dropthrow. Genau das kann es schon sein. Blub. Ah, es ist knapp. Oh, beide. Der Firefox on stage. Ja, das ist Grand Finals. Ja, Grand Finals. Ja, ja, das ist Grand Finals. Maxi ist Winner's Side Grand Finals. Konstantin und Dennis. Konstantin und Dennis. Beide raus. Das ist crazy. Arthur ist gar nicht da. Oh, schöne Back Air. Generation. Und das ist wahrscheinlich Game 1. Es ist Geht Bewegung an Lil Fruzy. Und wir lieben es zu sehen. Hat Lil Fruzy schon mal ein Jedo gewonnen? Nein. Ich glaube nicht. Nein. Hat Marius schon mal ein Jedo gewonnen? Alter, was? Aber weiß ich nicht, oder? Nee, hat er nicht. Oh. Das heißt, wir haben definitiv jemand Neues. Maxi Future Nummer 3. Keiner der beiden. Wahrscheinlich jemand. Future Nummer 3 hinter Niki und Art. Okay, abwarten. Aber ja, heute hat er, hat er Konstantin besiegt, was krass ist. Ja. Und gerade spielt er richtig hot. So hot right now. Hat ein bisschen. Oh, das Power Shield. Das ist rough. Ich habe tatsächlich Maxi aufgewärmt gegen Konstantin. Ja, dann der muss dir mal dreimal danken, ey. Das ist tatsächlich, hole ich mir gleich meinen Euro von den... Oh, das L steht, dass er von dem Losers Final kommt. Genau. Der muss halt 2 Sets hintereinander gewinnen. Ja, die Idee ist, das ist so ein Tenniskonzept fürs Turnier, dass jeder einmal verlieren darf, aber der, wenn man quasi verliert, kommt man in ein zweites Bracket. Und das Problem ist, wenn am Ende 2 aufeinandertreffen, einer aus dem Loser und einer aus dem Winner-Bracket, dann hat der Gewinner diesen Vorteil gar nicht. Der hat noch nicht verloren. Das heißt, die spielen 2-mal, wenn der Loser denn das erste Mal gewinnt. Das heißt, wenn Marius jetzt gewinnt, spielen sie einfach direkt nochmal ein Best-of-5. Wenn es weiter so läuft, wie es jetzt gerade aussieht, dann ist das nicht nötig. Aber man weiß nie. Und Marius eben auch 0-2 hinten gelegen. Oh, Miles, was geht? Schön. Schöner Ledge-Grab. Aber es ist alles noch drin. Overlong. Doubles. Rivals Doubles. Nein, ich Rivals. Oh, schöner Abwehrstring. Ne, der letzte ist zu spät. Rivals Groove. Und man sieht mit Neutral, es geht so ab und der Chain-Up, schön. Immerhin ein bisschen. Die kommen von geil gefaked, aber Marius mit dem. Marius mit. Wo kommen die ganzen Führer her? Hä, hey, die finden unseren Smash-Content so gut. Was willst du von uns? Ich hab's ein Viewer her. Wir kommen ja leer. Hä, vom Skill. Oh, schade. Maxi versucht cool zu sein. Komm von Twitch. Unsere 69 Zuschauer. Die sind in Sibirien in so einer Farm. Das sind die Artikel 13 Bots. Oh, nice.
Die fragen sich gerade, was Özge hiermit zu tun hat. Wer sind diese Leute? Nein, ich glaube, Hardcore-Özge-Viewer okay. wissen auf jeden Fall, worum es geht bei Smash. 199 Follower. Let's go. Wer wird der 200. Follower? Wer will der 200. Follower werden? Wir haben 199 Follower. Es gibt keinen Reward. Es gibt keinen Reward. Ich meine, Shoutout. Wir können euch nichts geben. Oh, Maxi mit den coolen Moves. Okay, cool. Maxi schon das 200 für den Follower. Hey. Apatsch, danke schön. Danke, dass du deinen Match pausiert hast. Sick von dir. Und uns gefordert hast. Jetzt gleich wieder 199. Ja, ja. Der Aal. Danke für den Follow. Der Aal mit 3 Unterstrichen. Der Aal. 1 und 2 Unterstriche waren wir noch schon vergeben. Ja, Buff Target hatte Pech, aber hat wirklich gegen Dennis richtig gut gespielt. Schönes Game war das. Ja, Buff Target war... Oh, und da ist der Stock. Okay, er Maxi. Ist Lightning Fest, Alter. Maxi ist wieder ab. Der Ecker, danke für den Follow. Der Ecker, mach mal den Follow. Schönen vielen Dank. Und das ist direkt das. Oh, der Stock wird direkt zurückgenommen. Er geht natürlich ein Ledge. Maxi geht. Warte, das ist. Maxi ist Ledge Master. Das ist Maxi. Oh, das war der Abschlussversuch. Kann man eigentlich gut Edgehoppen, weil er war Meister. Da hat er gefeiert, Fox. Crazy. Siehst du, wie Maxi moved auch? Er hat so Bock. Jawohl. Er hat richtig Bock auf Skills. Oh, Downtip macht gar nichts bei 130% auf Dreamland. Wieder an die Ledge. Ja, Surprise. Gut. Oh! Ah! Oh, einmal zu oft. Wir sind even und Marius guckt schon so, als ob er so ist, so, ey, ich hab diesen Scheiß, ne, dazu will ich überhaupt nichts mit zu tun haben. Hör auf. Play me in the middle of the stage, please. Up to up smash. Geil von Marius. Genau das macht er jetzt. Holt sich das Game einfach direkt zurück. Schöner up smash. Oh, auf jeder normalen Stage das ein Kill. The weak air. Nice back air. Guter Schein, er ist so in Command. Oh, der Upsmash geht ganz nach links, what? Und? Er kraftet, ich hab's nicht ja, den Light. Und jetzt ist die Frage, kann Maxi da einfach capitalisen? Kann er erstmal nicht. Back to neutral, Marius nimmt Center Stage und verliert direkt wieder. Oh mein Gott! So knapp! Okay, okay, alles even. Und jetzt ist Maxi auf Stage. Und jetzt muss er zurückkommen. Signature Move für Marius und wir sind beim 1-1. Ladies and Gentlemen, we have a set. Sexy Lash. Sexy Lash. Ja, ja, Hauptsache das. Wirklich sexy. Ist Dreamland höher? Ja, Dreamland ist riesig. Ist höher und breiter. Und es gibt so Wind manchmal. Oh, wir hatten 270 Leute. Yeah. Highlight. Voll geil. Ich freue mich immer. Wir haben auch in letzter Zeit immer mal wieder IRL richtig viel Leute, die hier irgendwie reinkommen und mitmachen wollen und so. Deswegen Melee wird jedes Jahr größer. Falls ihr Bock habt auf Melee oder Lust habt, das anzugucken, die Dokumentation ist sehr zu empfehlen. Oh ja, wenn ihr, genau, wenn ihr... vier schon übrig habt. Ja. Aber eigentlich haben eigentlich alle Hardcore-Özge-Viewer wahrscheinlich schon einmal die Doku mindestens gesehen. Und Dennis hat es schon mal on-screen gemacht. Hat er? Reaction, das, ja, aber ich hätte es geraten auf jeden Fall. Dinge, die ihr beim Casual-Spiel nicht auffällt. Ja, ja. Die Stages sind krass unterschiedlich. Yoshi's ist die kleinste Stage und die andere sehr kleine Stage, Fountain of Dreams, hat eine sehr hohe Decke, das denkt man immer nicht, aber das ist quasi für manche Charaktere ein Riesenunterschied. Also genau, jemand wie Jan, der Puff spielt, ist ungern auf dieser Stage, weil er ungefähr bei 35% stirbt von Fox Hardware. Und Fox, ich meine, im Ditto ist es egal. Im Ditto hat jeder den gleichen Vorteil. Man spielt einfach nur das, was man glaubt, was einem ein bisschen besser liegt. Und wenn jetzt eben Marius gewonnen hat, hat Maxi hier hingepickt. Und das bedeutet, er... der Upsmash ist so krass. Puff liebt Dreamland. Dreamland ist riesig, das stört man nie und Puff kommt von überall zurück. Okay, genug über Puff. Puff kommt wieder aus dem Match. So, Charaktere wie Fox und Marv haben ein Problem, mal zurückzukommen zur Stage. Das heißt, alles was größer ist als Yoshis, kommen sie eh nicht zurück. Das ist ein sickes Game. Der Upsmash war so krass und jetzt hat Marius irgendwie viel mehr so Stage-Präsenz gerade. Der Uptilt richtig mies. Ja, ja, ja. Die Box kann die Sliding Angles nicht. Oh, der Upsmash every time! Marius kann nur einen Move. Upsmash. Reicht doch. Einer der besten Moves im Game. Wenn man nur einen kann, dann bitte den. Oder einen ähnlichen. Oder Rest. Oh, das ist mies. Marius ist richtig unlocked gerade. Er spürt's. Das Dreistock einfach. Batsch. Kommt der Reset? Einfach mit so einem feuchten Veleda-Feudel ins Gesicht geklatscht. Patsch, patsch, patsch. Kleine Erinnerung, ja genau. Wenn Storchsie gewinnt, fangen die nochmal von vorne an. Dann resetten wir. Dann resetten wir. Wenn Maxi gewinnt, ist das Turnier vorbei und Maxi ist der Sieger. Nee, aber es ist immer zwei Spiele gewinnen. Ja, ja, ja. Das stimmt. Wenn Maxi das Set gewinnt. Ein Set besteht aus bis zu 5 Games. Genau. Best of 5. Wer 3 gewinnt,
Der Letzte, der drei gewinnt, hat aber das Set gewonnen, weil okay, man kann nur drei. Was spannend ist, man wird selten gethreestuckt und geht im Ditto dann zurück auf dieselbe Stage. Weil der Verlierer darf sich das aussuchen. Aber Maxi hat sich nochmal für Yoshi Island entschieden. Er hatte auch noch das zweite Set theoretisch in der Hinterhand. Und er liegt jetzt auch 2-1 hinten. Aber Marius hat ihm direkt auch gesagt, nee, pass mal auf, das ist eine coole Stage. Ich mag die auch. Gib mir deine Stocks. Ab in die Blast Zone mit dir. Der Forward Tilt, um zu gucken, ob der Instant Rejump kommt. Beide Spieler sind tatsächlich sehr gut. Wenn man das nicht weiß, dann Marius und Lil Fruzzy gehören mit zu den besten Spielern in Deutschland und spielen einfach beide extrem gut gerade. Oh, die Walljumps, immer cool. Ja, ja, ja. Wunderschön. Oh, der Grab. Oh, Smash. Wenn ihr eine Sache mal üben wollt, dann ist es Jump Cancel Up Smash. Shoutouts an alle Foxes in Berlin. An Niki und Niki. Was haben wir noch für Foxes? I guess Baumwolle. Wir haben Geldmann. Shoutouts an Geldmann, wenn er das irgendwann mal hört. Lemurenkönig. Oh ja, true. Wir haben Lemurenkönig. Wer ist Rudi Völler? Rudi Völler. Oh, Rudi Völler ist im Chat. Ja klar. Rudi Völler, Frankreich. Der Fußballer? Ja, ja, wir spielen immer mit dem echten Rudi Völler. Das ist Smash. Wir kommen vorbei, voll cool. Er freut immer Leverkusen an, wenn wir sind. Und er gewinnt auch. Mein Lieblings. Der Mann ist 82. Leider ist er aber nie on stream zu sehen, aber. Er ist 82, aber fast so alt wie Hans. Rudi Völler ist in der Smash-Szene so wie Rudi Völler in der Fußball-Szene. Okay, Marius ist schon wieder in Komat. Es geht schon wieder auf den 3-Stock-Tour. Also das Set, da müsste Maxi jetzt echt tief in die Trickkiste greifen, um das wieder auszugleichen. Aber Maxis Trickkiste literally auf seinem Schoß. Und er muss gar nicht reingreifen, er muss einfach nur die magischen Knöpfe drücken. Aber das, wenn man an sowas glaubt wie Momentum, dass ein Spieler, obwohl es keinen wirklichen Vorteil gibt, gerade einfach den anderen Spieler outplayt, dann wird man erkennen, dass einfach Marius und da so kommt Bock der hat. Reset. Er hat einfach Bock. Man denkt das nicht, wenn man die beiden so anguckt, aber hochaggressive Foxmains. Reset. Das war Set 1. Marius easy 3-1 geholt, nachdem er 0-1 hinten gelegen hat. Und auch, das sah auch schlecht aus für ihn. Okay. Im ersten Game und dann wird es neu gestrikt. Hat einen Schalter gelegt. Battlefield again, Stage 1. Reset! Schreibt Jojo, das bin ich bescheuert. Okay. Okay. Marius covert nicht Side B mit Uptilt, so wie Armada und Leffen und deswegen ist er nicht einer der besten Spieler der Welt. Aber trotzdem gut. Trotzdem besser als wir. Hat Konstantin Kämpfe weggespielt? Ja. Konstantin hat in einem Heartbreaker SD im letzten Game verloren, aber es war wirklich sick. Aber Konstantin hat real gespielt, Dennis hat real gespielt, alle haben sich angestrengt und die Games waren alle richtig knapp, aber die Foxes sind hot heute. Hot Fox Summer. Berlin ist heute hart. Heute harte Fox Mains. Sheesh, man. Wie es so gut heißt, Berlin bleibt. Das ist ein krasses Spiel. Das ist wirklich sick. Und guck dir das an, die spielen einfach. Seit wann haben wir so gute Player in Berlin? Was ist das für ein absurdes. Haben wir gute Foxes? Seit wann sind wir gut? Ich meine, seit wann haben wir gute Foxes in Deutschland? Oh Gott, Sam. Seid Slippy. Die ganzen Marth-Leute sind alle so Familienleute. Junge! Oh, und der Finish ist Marius. Der Typ ist on Crack. Er ist wirklich on Crack. Was zur Hölle? Für den Chat, Marius nicht wirklich, raucht nicht wirklich Crack. Das sagt man so. Aus legal reasons. Okay. Ich will nie wieder sehen, dass ein Fox gewinnt. Okay, danke. Tja, komm vorbei. Ja, änder das. Ja genau, komm, mach was dagegen. Du Banane. Mach das ein Sam's gewinnen, wäre ich auch dafür. Guck dir an, wie geil Marius das ist. Er ist so, ey, weißt du, wo ich Bock drauf hab? Jedo gewinnen. Plupp. Ich bin der amtierende Jedo-Meister. Miete ist teuer in Berlin. Kann ich bitte das Preisgeld senken? Auf deine 12 Euro, oder? Ja, ja, der ist richtig ready für den Profit. Wir kriegen, ich meine, 500.000 Euro, ich hätte ja gewinnen. Ja, ja, genau. 500. Also jeder zahlt lockere ein paar Taui als Eintritt und dann haben wir einen fetten Pool. Schöner Engel. Alle unsere Sponsoren. Sterni, Nintendo. Also nee, ich fick Nintendo. Ja, fick Nintendo. Nein, wir hassen Nintendo. Jeder, der Smash ernst nimmt, hasst Nintendo. Weil Nintendo ist gegen uns. Obwohl sie das Spiel gemacht haben, was wir lieben. Die haben aus Versehen dieses Spiel gemacht. Und jetzt, das ist nicht das Nintendo, wo wir hier heiratet haben. Marius, du kannst nicht einfach den Smash so machen. Hype. Hype ist Match. Okay.
Maxi muss jetzt auch mal wieder, ich bin tatsächlich dafür, dass Maxi jetzt mal wieder auftritt, die Jets. Ich glaube, er ist ein bisschen nervös und er fühlt sich so ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber Maxi hat vorhin so gut gespielt und jetzt gerade lässt er sich so ein bisschen staircasen. Oh, das ist so, die Upsmashes sind so mies. Aber ich glaube, das Pattern kann man erkennen. Und er hat jetzt, ich meine, die sind jetzt schon im sechsten Spiel, was sie spielen. Nice. Und das heißt, Adaptation ist on the board. Viertes Game, ne? Nee, das ist nach dem... Das ist fünf, nein, das erste war in Game 5. Ah, das war in Game 5. Du hast recht, fünftes Game, was sie spielen. Trotzdem. Wer mitdenkt, kann die Muster erkennen und kann gut adapten. Und du siehst auch, wie Marius einfach besser... Der Abtilt war so sick! What? Aber er überlebt mit 120%, ist der Abwehr kein Problem für ihn. Was denn? Jojo, dein Einsatz. Der Typ cheated. Charging F-Smash. Pourquoi? Charging F-Smash. Not necessary, please. Das hier ist Grand Finals. Das sieht man. Oh, die Dash Attack war so greedy! Warum haben sie den Schein? Marius, oh. Bei diesen Prozenten explodiert Fox in die Blast Zone. Das ist einfach sick. Nintendo enteignet. True. Oh, zufällig bei jetzt gehört. Nee. Das Enteignen, der Enteignen. Oh, und Maxi mit dem letzten Stock, so sieht's aus. Oh, let's go. Du kannst dich einfach das ganze Set für dich haben. Marius, deep in thought. Looking at the sky. Das war ein sickes Ende. Der Upsmash, den hat sich Maxi direkt aus dem Buch, aus der Bibel des Marius geklaut. Er war so, okay, Buch Marius. Psalm 17, Thou shalleth upsmash all the time. Maxi ist so okay. Aber letztes Set hat Maxi auch das erste Game geholt. Kann auch alles offen sein. Und dann hat alles gewonnen. Ja, das ist. Maxi hat das Potenzial, wir haben jetzt hier über Marius gefeiert, aber Maxi hat das Potenzial einfach so aufzudrehen, das haben wir eben gesehen. Und hat alle Leute richtig. Guck dir das an. Ja, alle Leute richtig zu zerstören. So zum Beispiel das Movement. What is that movement, Lil Fruzy? Aber Marius, das ist das Geile. Er hat einfach so Bock. So, weißt du was? Alles, was ich brauche, ist der letzte Stock. Chris Leo. Shoutouts an unsere Lost Ledo. Brothers, Ledo. Kevin Ledo. Und Brian. Cool, dass ihr da wart. Ledo. Nächstes Mal anders ab. Ledo. Nexto. Wenn ich Nexto rede, kriegst du einen amerikanischen Akzent beim Stolz. Das ist nicht gut. Was ist das ist NATO. Wie finde ich das der nächste, dass ich das schon verarschen muss? Ja, ist auch okay. Mach mal, er versteht es. Da wäre beinahe Randall noch in the mix gewesen. Ganz neuer Move von Mario. Neue Move Selection. Zum allerersten Mal der Upsmash rausgeholt. Mittlerweile müsste der eigentlich so auf 3% gestellt sein. Upsmash macht nichts mehr auf einmal. Das ist so ein Upsmash und dann Upsmash ist einfach so disrespectful. Es ist ja nicht mal so eine gute Tech-Chasing-Option. Aber er macht es einfach die ganze Zeit. Er ist so. Tech-Chase? Gar nicht. Oh, schön. Salbi rettet ihm. Salbi rettet ihm das Leben. Es ist so even. Die Dash-Attack mitten in der Stage, aber kein Follow-up. Wieder die Dash-Attack. Jab. Upslow. Kein Upslow diesmal. Up-Tilt. Up-Air aus der Luft. Und Swag. Für alle, die nicht Smash spielen, das, was zwischen den Stocks passiert, ist einfach so ein bisschen um die die Wolke rettet der SD. Das, was passiert, wenn einer tot ist, wie jetzt zum Beispiel, ist einfach so ein bisschen, um sich selber so hot zu halten, aber auch, um einfach so zu feiern. Dieses Spiel hat einfach so eine natürliche Victory-Lab-Funktion nach jedem Stock. Und man kann einfach rumlaufen und so ein bisschen sagen, Marius mit dem SD, okay, alles cool, wir sind ganz even. Da sich auch eines der wenigen Competitive Games, wo man sich einfach selber töten kann. Ja, und je mehr man riskiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und das heißt, man kann sich da ärgern, das war so krank. Aber das andere Gute ist, es gibt zwischen riskieren und nicht runterfallen. Genau, wenn man natürlich einfach von der Stage springt, ist man tot. Aber wenn man versucht, richtig sick von der wieder auf die Stage zurückzukommen, kann das eben auch mal passieren. Was jetzt passiert gleich? Nein. Und die Nerven sind hier ein Faktor. Die Shy Guys sind so, machen alles so slow. Und das ist der Son Goku-Moment. Vegeta kommt zurück, Trunks auch. Let's go. Up Smash. Marius. Immer noch am Leben mit 120%. Das ist so close für ihn. Er darf wirklich von nichts getroffen werden. Alles kommt in seinen Tod. Upthrow Back Air. Die Shy Guys holen ihn wieder zurück. Okay. Und jetzt kann er es machen. Das ist weniger even, als es aussieht, aber gleichzeitig ist es komplett easy. Oh, der Grab. Scheiße! Let's go! Mit 126%. Get off my level. Anyone's game. Have fun in der Blast Zone.
Das war so sick. Mario ist so tief in sich reingefühlt und sich überlegt, ich will dieses Game bitte gewinnen. Ey, ja, auch noch hier, let's go. Oh Gott. Oh, Arthur. Danke. Oh, das sind die Nerven. Was wäre das doch gewesen? Das sind die Nerven, das sage ich dir. Jeder Day 1 findet man raus, wie man diese Situation covert. Das ist wirklich nicht schwierig und trotzdem ist es manchmal einfach nicht drin. Und das kennt jeder. Das waren safe schon 5. 5 wovon? 5 Games? Ja. Wir spielen 2 Sets. Tatsächlich, weil Marius einmal verloren hat im Turnier und deswegen wird es jetzt ausgeglichen. Und jetzt gerade steht es 1-1, auch wenn es eben schon 3-1 für Marius stand, danach wurde resettet. Oh, was? Er hat vor diesem Set kein einziges Set verloren. Er hat den Tech-In so krass gecovert. Das jetzt war das sein erster Loss und jetzt mal sehen, ob er seinen zweiten kriegt. Oder ob er jetzt noch verpreisen kann. Ich muss leider 3% sehen, mein Freund. Ja. So gut bin ich nicht in dem Game. Okay. Das ist einfach so, oh. Gute Smash-Spieler können das. Ja, genau. 300%. Shit. Meine Nana 24. Blup. Oh, kein Back-Air. Oh, Sidey. Die Sakurai-Kombo. Smashed. Jojo sagt, Maxis Gehirn lässt langsam nach, wenn er so lange spielt. Wenn du mit Maxis Gehirn alle Gehirne meinst, dann ja. Das ist einfach anstrengend, sich so lange zu konzentrieren. Aber du hast natürlich recht, du merkst, die Frage ist so, wer hat die Ausdauer in so einem krassen 10 Spiele? Dennis war der, ja, das war das Loser. Okay, schön. Bisschen zu früh die Back-Air, sonst hätte er das gut covern können. Immer wenn jemand offstage ist, riskiert er natürlich Hals und Kragen. Geiler Upsmash. Geiler. Oh, richtig schön. Oh. Richtig schön von Maxi. Und oh, da der ist. Ah, der Schein. Ja, ja, Versuch war noch schneller. Eigentlich ist es gerade ein 7 Euro Backthrow. Das ist so unheim. Der Post 07. Das ist ein 7 Euro Money Match. Can you believe? Der ist eben aufs Klo. Also, wenn ihr Geld sucht, seid ihr hier falsch. Genau. Das oder ist quasi oder es müssen einfach mehr mitmachen. 2 billige Döner Money Match. Es wird mehr Geld, wie mehr Leute. Vor allem nur noch die 5 Euro. Das stimmt. Wenn Özge mal unsere Turniere auch finanzieren würde, ja. mit von ihrer ihrem Brand. Stanley wollte uns genau. nicht sponsern, wir haben gefragt. Ja. Oh, Stanley meinte, ja, wir können euch Sticker geben, aber Geld geben wir euch nicht. Und das ist relativ even. Wir machen auch immer politische Aussagen, da sind wir ganz frei, wir sind komplett käuflich. Also wenn ihr uns sponsern wollt. Außer vom Rechten. Wir lassen uns mal gerade sagen. Von Özge Stream kommen doch keine rechten Aufträge. Das stimmt. Aber wenn wir irgendwas pro, weiß ich nicht, Klimaliste sagen sollen. Evolution Ground. Sag pro Bescheid. Hongkong. Pro Hongkong. Pro deutsche Wohneinheiten. Wollen wir uns wirklich mit China anlegen für ein paar Euro? Wir haben uns schon mit Nintendo angelegt. Achso. Auch mit China sind wir auch. Komm. Ja, hier geht's um die Ehre. Oh, das wäre der Absatz gewesen. Aber Cleanup. Maxi, ja, holt den weg. Das war's. Cleanup. Es geht wirklich um die Ehre. China enteignet. China enteignet. Okay. No, not yet. Okay. This is 2-1. Okay, the first one was 4 games. Yeah. There's gonna be a game 10. Get out of here. You don't know shit. No, it's 2-1. It's 2-1 for Maxi. Yeah. Set 2. 2-1. Ah, der Nightbot. Was für ein Finale, was soll. Das ist die Wahrheit. Nice draw. Okay, let's go. Der höchste Double-Jump. Magst du in diesen Side-Bees, die sind nicht richtig geil und auf dieser Stage, wo es keine Plattform gibt? Ich wollte gerade sagen, wolltest du mal erklären, was auf FD passiert hier? Also auf FD gibt es den sogenannten Chain-Grab, der sieht so aus und wenn man ihn richtig macht, endet der in einem Stock. Chain-Grab ist halt Grab to Grab. Genau. Oder man kann halt richtig custom cool und macht das. Es gibt Kombos, die kannst du auf anderen Stages einfach nicht machen, wenn du Plattform legst. Genau, wenn man sich retten kann auf die Plattform. Ja. Das hier ist quasi auf eine gewisse Art und Weise ein vereinfachtes Level, aber das Krasse daran ist, dann wird es umso mieser, den richtigen Plan zu haben. Sex so FD, heißt, sagt der Markman. Also Fox Ditto, Final Destination, für jemanden, der noch nie Smash gespielt hat. Oh, der Wave Dash sollte an die Ledge gehen und nicht ganz auf Stage. No Items. No Items, das ist tatsächlich das pureste Melee. Die Puristen spielen nur das. Gute Dash Attack.
und kein Crouch Cancel Prozent. Wenn man Crouch Canceln kann, bleibt man einfach am Boden liegen. Wenn nicht, wird man in die Höhe gepoppt. Und alles, was man nicht will in diesem Spiel, ist so durch die Gegend jongliert zu werden wie ein kleiner, oh, gutes Smash DI. Holy. Und converted. Direkt zurückgeholt. Und Marius 4 Stock zu 2 vorne, aber mit 139 Prozent. Da reicht jeder. Da reicht zum Beispiel das hier für den Death. Nice. Okay. Ein Stock Advantage. Und Marius, um richtig comfortable auf dieser Stage, sieht man schon. Der hat richtig Bock. Jetzt Maxi am Trigger. Es ist wie gesagt, man kann, wenn man hochgeworfen wird, so leicht die Richtung beeinflussen. Das heißt, ihr seht, manchmal fällt er so ein bisschen nach vorne, manchmal ein bisschen nach hinten. In diesem Spiel ist alles schwierig. Allein den Charakter umzudrehen ist schwierig, was richtig unnötig ist. Und deswegen lieben wir es. Aber auch gleichzeitig ist das überhaupt nicht garantiert. Wenn wir sagen, es gibt den Chain Grab und dann passieren hier solche Sachen, das können tatsächlich nur gute Spieler. Aber hier haben wir zwei davon. Geil, Marius, let's go. 3-1 für ihn auf FD. Ist auch sein Counterpick. Und hat er, glaube ich, richtig eingeschätzt. Man darf auch nur dahin die Stage picken, wo man noch nicht gewonnen hat. Das heißt, auch wenn Marius schon eingeschätzt hat. Außer wenn halt Gentleman Green. Ja, aber das haben sie, glaube ich, nicht. Das ist halt bei Foxy-Dose. Beides keine Gentlemen. Heißt, keiner von denen ist dafür. Oh, der Wave Dash war zu kurz. Sonst an die Ledge. Und es kann immer nur einer die Ledge haben, der schon da ist. Anders als in späteren Smash Games gewinnt in diesem Fall. Guter Näher. Maxi will zurückkommen. Schöne Forward Tilt und an die Ledge. No, der Down Smash trifft nicht. Das ist crazy. Und das Upsmash? Ist... Oh, noch nicht. Upsmash ist noch gar nichts. Aber ja. Okay. Das ist der Ausgleich. Game 5, Tattoo. Okay, Dennis steht auf und hat genug Frust abgebaut, um sich das Match anzugucken. Game 5, Tattoo. Wer jetzt verliert, verliert alle Murmeln. Wird Zweiter. Und das richtig Coole, worum es hier eigentlich geht, ist, dass keiner von den beiden jemals ein Jedo-Turnier gewonnen hat, von dem wir gerade in Instanz 97 sind. Stimmt das? Keiner von denen hat Jedo gewonnen? Das kann sehr gut sein. Ja. Ja. Das kann sehr gut sein. Und das macht es natürlich extra cool. Fun of Dreams? Weil Marius ja auch lange Zeit nicht in Berlin war, sondern immer aus Greifswald hergekommen ist. Le Fusi auch noch nicht lange hier. Ja. Und Timon wird heute... Beim letzten Dungeon war... Mit den Kombinationen... Beim letzten Arcade. Ah, der Downswitch war ein bisschen... Marius, ja, stimmt. Beim Arcade? Beim Arcadian hat er... Ich glaube, heute verliert es genug geschadet. Beim Arcadian ist der absichtlich die gute Spiele. Wer verliert bloß heute in der Panne? Nee, Alter, wer verliert es nicht? Oh, scheiße. Let's go. Es geht um 14 Euro. Oh, schön. Noch hinterhergegangen. Ja, es geht der Berger um 7, glaube ich. Maxi snackt sich den Stock. Oh! Die ganze Zeit probiert er so, der geladene Smash funktioniert in Game 10. Es geht verbally Game 10. Es geht um 9 oder 2 Euro hier bei dem. Das stimmt nicht, 7 oder 14. Ja, minus 5. Wir haben ja 5 bezahlt. Achso, stimmt. Oh mein Gott, Maxi, der wilde. Also Mann. Entweder man kommt das nächste Mal rein und kriegt eine Mate, oder man kommt das nächste Mal rein und kriegt eine Mate und einen tollen Döner. Oh, er wollte Upsmash into Upsmash-Kombo. Aber nein. Ah, da kriegt er den Pivot Grab nicht ärgerlich von Maxi. Oh, immer die Sidepiece von der Ledge. Er gewinnt noch im Center. Er gewinnt 8 und 9 Euro Gewinn wieder. Das ist sick. Imagine making a profit, eh? Der Mickey kommt ein bisschen stark. Ich hab ein einziges Mal Profit gemacht, von 2 Euro. Sad. Okay. Oh wow, die Getup Attack war so klatsch. Oh, ein bisschen zu spät. Scheint schon ein Bär. Oh, er verkackt. Jede Interaktion kann das Spiel komplett verändern. Das ist so krass. Das ist bei jeder. Willkommen im Trailer für Melee. Es werden Schlobbers genockert. Und Lockers werden auch geschlobbert hier. Oh, klasse! Ei, Ballack. We take it. Upsmash tötet zur rechten Blastzone. Safe. Und er kriegt die Rolle auf, keine Punish. 12% ist aber nicht so viel, das geht schon. Aber Marius ist im Vorteil und er hat Bock, den Aufbau. Oh, die Backer muss es dann aber auch sein. 169 und es ist totgleich. 2 Stocks zu 2, Game 5, Blind Final Reset. Das Gefühl, dass Ende diesen Set dann richtig schön ist. Oh, die Upsmash-Cat. Was ist das? Jetzt hat er 69. Danke, Niki, jetzt hast du gejinxt. Jetzt wird der letzte. Wir reden nicht drüber. Okay, geiler, richtig guter Schein. Der Upsmash, Marius Upsmash sind heute insane. Diesmal das Schild rechtzeitig draußen, aber er guckt schon wieder nach. Guck's dir an. Er hat so Maxi Bock. Zu langsam aus dem Ledge. Oh, shit. Mit dem Hopper Er geht mit der Forward rein. Wow. Das ist ein Abwehr. Sehr gut. Und jetzt Tournament Stock. Das sind die richtigen Nerven, kommen genau jetzt raus. Der Tournament Stock für den kleinen Fruz, der das Winners Final für sich entscheiden konnte und jetzt hier das Turnier nicht mal mehr gewinnen könnte, wie es aussieht. Aber wie man sieht, hat er richtig Bock. Oh mein Gott. Arme Noodles. Ausrufezeichen Clip. Instant. Herren. Okay, Last Game. Last Stock. Holy shit, Leute. Let's go. Und Marius mit dem Schein.
Das kann schon direkt sein. Oh mein Gott! Kriegt er noch einen? Oh! Das muss es doch sein. Nein! Oh, Nicky sollte recht behalten. Das ist ein sehr schönes Last Dog Melee hier. Oh, oh, Dashtag, weird Wahl. Oh. Aber hast du mal das? Oh, mit der Abwehr. Er wäre nicht gestorben. Ich hätte doch mit der Backer gerechnet, oh, ehrlich gesagt. Nochmal ja, Schein an die. Oh, klasse. Hier, der Südwest All-Star. Boah, ist das krass. Oh, wow, der Shield Step. Das kann sein. Raus. Das ist für mich. Game 5. Damn. Was für ein Champion, Alter. Dang. Ein so endet es. GG an alle Spieler. Grand Finals endet im letzten Stock mit dem Backer. Das war ein letztes Game. In favor of letzter Maxi. Game, letztes Stock, letztes Set, alles in Sinn. Representing die Box. Die Box? Zeigt, dass die Box das erste Set war 3-1 für Marc.